Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es mal wieder um eine Errungenschaft und zwar um wahrlich legendär. Die Aufgabe wendet mit einem Charakter eine von ihm erstellte legendäre Verzauberung auf ein von ihm hergestelltes legendäres Ausrüstungsstück an. Als Belohnung bekomme ich eine Farbe, nämlich Glöcklingsblau, so ein ja, hellblau, hellgraublau. Und diese Farben kann ich dazu benutzen, um eben Rüstungsteile oder Kostüme einzufärben. Dazu verlinke ich unten auch ein entsprechendes Video. So, wir müssen also zwei Dinge herstellen. Einmal eine Verzauberung und ein Ausrüstungsstück. Level könnt ihr selber entscheiden, aber es muss legendär sein. Und legendär ist in dem Fall gelb, also die höchste Stufe. Wir starten jetzt einmal mit der Verzauberung. Das heißt, ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, was ich herstellen möchte. Das heißt, ich habe hier schon eine Glyphe vorbereitet. Das heißt, die legendäre Aspektrune ist in dem Fall Kuta. Ich möchte eine Verzauberung in Level 160 herstellen. Das heißt, ich brauche eine entsprechende Rune, habe mir dazu hier Itade ausgesucht und dann entsprechend die Essenzrune. Da nehme ich hier Mako und bekomme dann eben eine entsprechende Glyphe im Level 160. Die stellen wir jetzt mal her. So, das ist eine Waffenglyphe. Das heißt, ich brauche natürlich dann auch eine Waffe, worauf ich dann diese Verzauberung auch setzen kann. Das heißt, ich stelle jetzt hier am Schreinertisch eine Waffe her. Und zwar möchte ich einen Heilungsstab herstellen, auch in CP 160, also im höchsten Level. Ja, über den Stil habe ich mir jetzt wenig Gedanken gemacht. Das ist mir eigentlich in der Regel relativ egal. Also ich nehme jetzt halt irgendeins und hier unten kann man eben noch die Eigenschaft auswählen. Und damit stelle ich mir jetzt erstmal einen Heilungsstab her. So, diesen brauche ich logischerweise auch in legendär. Das heißt, ich muss ihn aufwerten. Dann schaue ich mal, wo ist er? Hier ist er. Und den werten wir jetzt entsprechend auf. Erstmal machen wir ihn grün. Dann machen wir ihn blau. Dann machen wir ihn lila. Und final machen wir ihn dann gelb. Damit ist er legendär. So, jetzt ist ja meine Aufgabe, den Stab entsprechend dann auch zu verzaubern. Aufgewertet haben wir ihn ja schon. Das heißt, ich muss ihn dafür nicht equippen. Ich gehe jetzt einfach mit dem Rechtsklick auf diesen Stab und hier wird mir schon angezeigt, dass ich ihn verzaubern kann. Und dann werden mir die Glyphen angezeigt, die ich auf diese Waffe anwenden kann. Und ich hatte mir ja schon überlegt, dass ich diese Verzauberung darauf anwende. Das heißt, ich klicke sie an, gehe auf Verzaubern. Und damit habe ich diese Errungenschaft freigeschaltet. Wahrlich legendär. Und als Belohnung die besagte Farbe dafür erhalten. Das Ganze ist natürlich allein durch die Materialien nicht ganz so günstig. Vielleicht habt ihr sie aber auch einfach in eurem Inventar schon vorhanden, dass ihr das ganz gut machen könnt. Ihr müsst keine Waffe herstellen. Ihr könnt natürlich auch Kleidungsstücke herstellen, je nachdem, was ihr eben machen wollt. Ich werde vielleicht mal schauen, ob ich den für einen anderen Charakter nehme. Man kann ihn vielleicht auch weiterverkaufen oder zum Schluss wieder zerlegen, in der Hoffnung, dass man ein paar der Materialien wieder zurückbekommt. Das muss man dann halt für sich selbst entscheiden. Ja, das war's zu dieser Errungenschaft. Die ist jetzt damit erledigt. Das heißt, wenn wir das hier einmal wegnehmen und in die Übersicht gehen, dann sehen wir hier als allerneueste Errungenschaft dann auch angezeigt, das wahrlich legendär. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit Elder Scrolls Online und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Ich sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.